verbunden bin. Die Leitung klappt hoffentlich. Gratuliere, Samuel, zu diesem 2:1. War ein wichtiger Sieg, 3 Punkte für Ihre Mannschaft. Gratuliere auch zu dem schönen Pokal von Josef Reuker. Ist Ihr Porträt gut getroffen drauf? Ja, ich war ganz überrascht, aber es ist ein schönes Bild drauf, ja. Dankeschön. Ja, schöne Erinnerung. Ja. Gut. Sami, wie schaut es momentan bei Ihnen aus? Sie wurden nicht von Anfang an eingesetzt. Hat Ihnen Didi Constantini gesagt, warum? Ja, ich war verletzt. Ich habe diese gleiche Verletzung von letzter Saison mit Leisten. Und dann, ich war mit der Nationalmannschaft unterwegs, war es ein Monat. Und habe mit der Nationalmannschaft immer weiter gespielt. Jedes Mal habe ich einen Spritz gekriegt für das Leisten. Und bin ich zurückgekommen, habe ich versucht, ein erstes Spiel mit gegen Steyr. Ist nicht so gut gegangen, aber vor dem Spiel hat mir trotzdem unser Doktor eine Spritz gegeben. Und nach dem zweiten Spiel in Rapide hat mir der Trainer auf der Bank sitzen lassen, weil der hat gesehen, dass ich bin noch nicht so topfit noch da. Und dann hat mir gesagt, ich soll erstmal auf der Bank. Mhm. Und nach dem Spiel gegen Rapide hat mir gesagt, ich lieber zu Hause noch alles besser. Okay. Und dann so, ja. Sami, vielleicht schauen wir uns Ihr Tor noch einmal an. Ich hoffe, meine Kollegen haben es vorbereitet. Vielleicht ein Wort dazu. Es war ein Schuss von Pšenček. Ja, der schießt von da und ich sehe, ich kann den Ball nicht stoppen. Dann lasse ich weitergehen. Und war ziemlich überraschend, diese Abpraller von der Torwart. Weil ich habe gemeint, der Torwart hält das, aber bin ich nachgegangen und habe die Anfahrt draufgehalten. Naja, da werden sicher weitere Tore folgen. Ein Tor macht ja Selbstvertrauen. Was ist denn jetzt der Unterschied, Samuel, zwischen dem alten Trainer und dem neuen Didi Constantini? Es herrscht sozusagen ein neuer Geist und man spürt das ja auch. Ja, ich meine, im Moment, wie soll man nicht so früh einen Unterschied machen zwischen beiden Trainern, aber ich weiß, jeder Trainer hat seine eigene Art zu trainieren. Philosophie auch? Ja, hat seine eigene Philosophie, aber im Moment, die Mannschaft spielt ganz gut, die haben Selbstvertrauen. Und ich meine, sie haben das gesehen bei der Europacup. Die haben ziemlich schöne Leistung gebracht und okay, ich meine, das ist zu früh, einen Unterschied zu machen zwischen den beiden Trainern. Ja. Muss man erstmal abwarten. Sami, Sie wieder auf dem besten Weg, vielleicht wieder Torschützenkönig zu werden? Ja, ich hoffe, ja. Das wäre schön, wenn ich zweimal hier in Österreich Torschützenkönig, aber ich weiß, das ist ganz schwer. Okay, viel Glück für die weiteren Spiele und Dankeschön. Gesund bleiben. Dankeschön. Okay, ciao. Also, frisch und munter, Sami Sané hat seinen Torriecher wieder unter Beweis gestellt.